Ich habe mal wieder einen Hilferuf bekommen von einem Menschen, der mich auf YouTube, im Podcast, wie auch immer verfolgt und genau darf diesen Fall öffentlich schildern und meinen Rat geben. Die Person hat dem zugestimmt. Ich muss direkt von vornherein sagen, dass ja, ohne dass ich den Fall genauer kenne, ohne therapeutisches Vorgespräch und so weiter und so fort, ist es natürlich schwierig, das beurteilen zu können, weil es immer Faktoren gibt, die ich nicht kenne. Und professionell helfen sieht natürlich immer anders aus, als sich vor die Kamera zu setzen und über einen Menschen zu reden, den man gar nicht kennt. Das ist immer schwierig und doof. Ich weiß aber, dass es schon vielen Menschen geholfen hat, deswegen lege ich jetzt einfach mal drauf los und in dem Fall darf ich ja auch einfach mal schildern. Ich glaube, das Einfachste ist, wenn ich das einfach mal vorlese vom Handy. Also, er schreibt. Ich versuche es kurz zu fassen. Also, ich bin mein Leben lang hetero gewesen, hatte immer mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen wegen meinem Penis, Klammer auf, Mikro, Klammer zu. Da müssen wir jetzt sagen, Mikropenis bedeutet ein Penis, der im erigierten Zustand kleiner ist als 7 cm. Genau, da leiden viele Männer drunter und fühlen sich deswegen minderwertig, haben Angst, Frauen anzusprechen, fühlen sich beim Sex nicht wohl und so weiter. Und ja, das hat natürlich auch psychisch, kann es Folgen haben, muss es nicht. So, um das zu erklären. Unter meinem Penis und wenig maskulinen Körper, von Natur aus habe ich eine sehr schmale Schulter und eine schmale Taille, dafür aber breites Becken und weibliche Oberschenkel. Das hat mir immer zu schaffen gemacht. In meiner letzten festen Beziehung wurde ich wider Willen zum Kuckold gemacht. Oh. Seitdem diese Beziehung zu Ende ist, hat sich mein Selbstbewusstsein gegenüber Frauen komplett in Luft aufgelöst. Ich interpretiere das jetzt mal so: wider Willen zum Kuckold gemacht bedeutet, seine Freundin hatte Sex mit anderen Männern und er hat dabei zugeguckt, hat davon gewusst, obwohl er das gar nicht wollte, ist jetzt mal meine Interpretation. Und das ist natürlich echt schwierig, ne? In der Kombination mit einem kleinen Penis, der zu Minderwertigkeitskomplexen führt, zu Selbstwertproblematik. Kann man sich vorstellen. Seitdem habe ich das Gefühl, dass alles mit Sissifizierung zu kompensieren und das Bedürfnis, schwul zu werden, bis hin als eine Sissi anschaffen zu gehen. Ist das selbstschädigendes Verhalten und sollte ich Hilfe aufsuchen oder tatsächlich die Art und Weise, mit mir selbst ins Reine zu kommen und sollte dem nachgehen? Mittlerweile bestimmt dieses Thema und Verlangen meinen Alltag und wird allmählich zur Last und Leid für mich. So, dann hat meine Assistentin gefragt, also sobald du leidest, ist das auf jeden Fall ein Thema für Beratung. Wirkt sich das denn noch anders auf dein Leben aus? Daraufhin meinte er, ich leide, weil ich mich nicht als vollwertiger Mann fühle, aufgrund meiner physischen Gegebenheiten. Körperbau und Ausstattung sind von Natur aus eher feminin. Und gegenüber Frauen habe ich gar kein Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein mehr, weil ich denke, ich kann ihnen nicht das geben, was sie brauchen. Und in meinem tiefsten Inneren wird das Verlangen nach Zwangsfeminisierung bis hin zum Anschaffen gehen immer stärker, weil ich mir mittlerweile denke, dass ich darin besser aufgehen würde und auch wertgeschätzt werde, sprich wieder Freude an meinem Körper haben werde. Mittlerweile denke ich den ganzen Tag an Alpha-Männer, deren Schwänze und das Sperma, was dort rauskommt, ist das normal, beziehungsweise würde mir das gut tun, mich dem hinzugeben. Naja, er schreibt dann noch, dass er echt verzweifelt ist und dass es ihm nicht gut damit geht. Ja. Okay, also ist schwierig aus der Ferne zu beantworten, weil ich jetzt natürlich nicht weiß, was die Hintergründe sind. Ich weiß nicht, was da genau mit der Partnerin vorgefallen ist. Ich weiß nicht, ob das Thema Sissy schon vorher ein Thema war. Ich weiß leider auch nicht, wie es körperlich sonst ist, ob es eine Erregung gibt, eine Erektion gibt und so weiter und so fort. Das wäre jetzt von dem, was er schildert und auch besonders, dass er immer wieder sagt, ich leide, wäre das für mich jetzt auf jeden Fall ein Indiz dafür, dass er eine Psychotherapie
in welcher Form auch immer aufsuchen sollte. Schlicht und ergreifend, weil er sehr leidet unter dem Thema. Und ich finde, sobald Menschen leiden, sollte man... Also es gibt halt immer die Frage, ist dein Leben in Ordnung, so wie es ist? Wenn dann jemand sagt, nein, das ist schon mal die erste Warnzeichen. Wenn er dann sagt, okay, würdest du gerne etwas ändern? Und er sagt, ja, dann besteht auf jeden Fall auch Handlungsbedarf, weil die Person möchte ja was ändern. Aber man kann auch unglücklich sein und keine Hilfe möchten und leiden wollen. Das ist auch okay. Menschen dürfen leiden. Davon bin ich absolut überzeugt. Ich habe auch selber jahrelang gelitten und wollte keine Hilfe und wollte mich da einfach nur reinsteigern. Das ist okay. Das darf sein. So. Frage ist jetzt, wie könnte diese Hilfe aussehen? Also unabhängig davon, ob es jetzt in das Thema Sissy geht oder Zwangsfeminisierung, sollte ja mal ein Profi draufschauen, wie das mit den Minderwertigkeitsgefühlen ist, mit dem Selbstwert, mit dem mangelnden Selbstwertgefühl, mit dem mangelnden Selbstvertrauen, weil das sind ja alles Themenbereiche, die beschäftigen dich ja nicht nur in der Sexualität, sondern im ganzen Leben. Du funktionierst vielleicht im Job nicht mehr, du bekommst Ängste. Im schlimmsten Fall wird der Mensch auf der anderen Seite richtig depressiv und das würden wir natürlich gerne verhindern. So, weil das hat ja auch Auswirkungen auf dich, auch langfristig betrachtet Auswirkungen. Deswegen stellt sich gar nicht die Frage für mich jetzt, Sissifizierung oder Nicht-Sissifizierung, sondern für mich stellt sich eher die Frage, wie der Mensch so schnell wie möglich Hilfe bekommt und dieses Selbstwertgefühl aufbaut und dieses Selbstbewusstsein wieder erlangt und das, was da passiert ist, aufarbeitet. Ich persönlich würde nicht mit jemandem die Sissy-Ausbildung starten, der, wie drücke ich das jetzt aus, extreme Minderwertigkeitsgefühle hat. Ja, klar, es kommen immer wieder Menschen zu mir, die Sissy starten und sich dabei nicht gut fühlen, die wenig Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen haben. Und auch wenig Selbstwertgefühl. Aber das muss man auf jeden Fall immer parallel aufbauen. Weil die Wahrheit ist, du wirst es nicht schaffen, durch das Thema Sissy diese Gefühle, die du da hast, wegzumachen. Das wird immer wieder an anderer Stelle auftreten. Deswegen braucht es auf jeden Fall, meiner Meinung nach dem, was ich jetzt gelesen habe, in irgendeiner Art und Weise eine Form von Psychotherapie. Vielleicht auch nochmal, dass man auf Laborwerte guckt und schaut, okay, stimmt denn da wirklich alles? Ja, sind die Schilddrüsenwerte okay? Sind andere Werte okay? Gibt es einen physiologischen Grund für diese Herausforderungen? Sollte man immer abklären lassen, ne? Und dann auch psychologisch zu gucken, wie man das aufbauen kann. Weil das, was wirklich BDSM funktioniert, nur wenn man einigermaßen psychisch, körperlich, sozial stabil aufgebaut ist. Ansonsten wird es wirklich gefährlich, weil man ist leicht manipulierbar, wenn man das mit Menschen macht, die einem vielleicht nicht so gut tun. Und man bringt sich in Gefahr. Also wenn jemand, der so etwas schreibt, Minderwertigkeitsgefühle, Selbstwertgefühl gestört, kein Selbstbewusstsein, kein Selbstvertrauen. Wenn so jemand jetzt an die falsche Person gerät, dann passieren Dinge, wie sie die gute Lena in ihrem Podcast geschildert hat, in ihrem Interview geschildert hat, nämlich, dass man zum Opfer wird, dass man eine Opfererfahrung macht im BDSM. Und ich finde, BDSM kann man auch nur ausleben, wenn man stabil ist. Ich merke das immer wieder an mir selber, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich Tage habe, wo ich, warum auch immer, wenn es mir nicht gut geht und ich instabil bin, dann ist das echt schwierig, Sessions zu machen. Ich bin dankbar dafür, dass das seltenst der Fall ist, aber auch mir geht das so. Und es ist nicht so, dass man alle seine Probleme über BDSM lösen kann. Ja, BDSM hat ein Riesenpotenzial für Weiterentwicklung, auch für persönliche Weiterentwicklung, sogar für berufliche Weiterentwicklung. Aber dazu gehört halt auch, dass man auf stabilen Beinen steht,
Und in dem Fall ist es so, dass der Mensch ziemlich aus dem Takt geraten ist und erstmal Hilfe braucht, damit klarzukommen. Und dann kann man überlegen, okay, was ist die Funktion von dem ganzen Sissy-Thema? Ist die Funktion wirklich, von dem Mannsein wegzukommen und Frau sein zu können, damit man dann sexy, attraktiv und begehrenswert ist, weil und jemand ist, Selbstwertgefühl bekommt? Ne? Das Problem ist, wenn du dir dein Selbstwertgefühl nur über andere holst, ist es egal, ob du Mann oder Frau bist, und dann ist plötzlich einer dabei, der dir das Selbstwertgefühl nicht schenkt, der sagt, was bist du denn für ein blöder Vogel? Und das ganze Selbstwertgefühl dann wieder hin ist, das ist ja auch keine Form von glücklich sein. Ja? Also wenn man immer darauf hoffen muss, dass jemand anderes einem das Gefühl von Selbstwert gibt und von ich bin jemand und ich bin schön und ich werde gebraucht, dann bist du massiv abhängig von anderen Menschen. Und ich wünsche mir Klienten, die nach 8 Wochen rausgehen und sagen, hey, ich bin jemand. Ich bin gut so, wie ich bin. Unabhängig davon, was andere Menschen sagen. Das will ich ja erreichen. Und ich will nicht jemanden haben, der auf die Straße geht, den Arsch hinhält und dadurch sein Selbstwertgefühl bekommt, weil ihn eine Person schön findet. Dann kommen 2 andere Personen, die finden ihn hässlich und demütigen ihn und dann muss ich ihn abends wieder aufbauen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das, was wir wollen, sind Menschen, die ihr Selbstwertgefühl aus sich selbst heraus schöpfen können. Ich bin gut so, wie ich bin. Und davon ist dieser Bewerber oder dieser Mensch, der den Hilferuf abgeschickt hat, weit entfernt. Und das wird langfristig betrachtet ein Riesenproblem sein. Weil damit ist es echt schwierig, glücklich zu werden. Und das könnte sich dann im schlimmsten Fall in Richtung Depressionen entwickeln, in Richtung Süchte entwickeln, in Richtung Zwänge, in Richtung Angsterkrankungen, in andere Richtungen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das jetzt schon versucht auszugleichen. Das kann aber jetzt auch auf therapeutischer Sicht ein ganz normaler Verhaltenstherapeut machen, der nichts mit Sexualität am Hut hat. Kann aber auch ein Sexualtherapeut machen, kann ich auch machen, wenn das dann gewünscht ist. Aber ich finde es wichtig, dass man halt immer guckt, dass man sexuell aktiv wird mit Menschen, die das auch gerade leisten können. Nehmen wir ein Beispiel dafür, der im Interview war, bei LSH zum Beispiel war es eine Zeit lang leider so, dass keine sexuelle Energie da war und wenn nichts da ist, kann man auch nichts lenken. Warum dann da sexuell aktiv werden? Klar, das ist der große Wunsch und das funktioniert jetzt auch wieder, Gott sei Dank, hat geklappt, was ich gesagt habe, yippie. Aber wenn nichts da ist, kann man auch nichts in die Bahn lenken. Da muss man halt erst gucken, dass man was aufbaut. Und in dem Fall wäre es jetzt so, da muss man jetzt erstmal Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein aufbauen. Und dann kann man gucken, hey, was ist eigentlich dieses Sissy-Thema? Was steckt eigentlich dahinter? Was ist die Funktion davon? Und wenn man das rausgefunden hat, dann kann man anfangen, das auszuleben. Vorher könnte das ziemlich gefährlich werden. Weil, wenn es dann nur Selbstwertgefühl von mir gibt und alle anderen... Und besonders du selbst hasst dich. Ich glaube nicht, dass das eine gute Basis ist für ein glückliches Leben. Genau, deswegen wären das meine Ratschläge. So, ich hoffe, sie kommen an und ich hoffe, dass es der Person ein bisschen hilft. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zugucken. Wenn du eine ähnliche Herausforderung hast, dann bewirb dich gerne unter www.leidenschaftlicher-lieben.de für das Thema Coaching und Beratung oder für die Erziehung bei mir zum Sklaven zur Sissy, zu was auch immer, was du dir wünschst, unter www.lady-penelope.com. In diesem Sinne, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Dominante Grüße, Lady Penelope. Das hätte ich jetzt fast vergessen.